Aufgewachsen mit meinen vier Geschwistern bin ich in einer Künstlerfamilie. Beide Eltern waren Künstler und so habe ich schon sehr früh das Erleben der künstlerischen Welt beobachtet, gespürt, gefühlt und lieben gelernt. Meinen eigenen künstlerischen Weg habe ich gefunden durch das Studium in Bochum, freie Malerei und Grafik bei Professor Dr. Ji Yang mit dem Abschluss Diplom und Meisterschülerin. In den sogenannten Nichtfarben Schwarz und Weiß fand ich meinen künstlerischen Ausdruck. Das Experimentieren, das Ausprobieren, das Gestalten mit den verschiedensten Materialien fasziniert mich immer aufs Neue. Die Ausdrucksmöglichkeiten, das Gegeneinandersetzen von Schwarz und Weiß, Licht und Schatten, Kraft, Bewegung, Veränderung, die entstehenden Grautöne, die miteinander korrespondieren oder auch abstoßen oder ineinander übergehen, sowie der Schatten dem Licht weichen muss, jederzeit. Diese Ausdrucksmöglichkeit kann umgesetzt jedem seinen Weg zeigen und damit zum Nachdenken anregen. Es gibt nicht nur das Schwarz und Weiß, sondern diese vielen Töne dazwischen. Das sehe ich als unseren Lebensweg an, dass wir durch unser Handeln Dinge bewegen können, dass es an jedem Einzelnen liegt, ein wenig dazu beizutragen, dass es hier und jetzt vielleicht ein bisschen heller und lichter wird. Ich habe einige Werkreihen geschaffen, die sich mit der Thematik der Menschenrechte auseinandersetzen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte habe ich auf verschiedene Acrylglasplatten, die in einem Holzrahmen eingesetzt wurden, geschrieben. Kombiniert mit Malerei. Abstrakt angedeutete Menschen auf mehreren Acrylglasplatten. Durch das Verschieben, durch Bewegung der einzelnen Elemente bekommt man immer wieder einen neuen Blickwinkel. Eine Veränderung. Also, wenn man bereit ist, sich nur ein bisschen zu bewegen, den Blickwinkel verändert, kann jeder zum Guten, zum Frieden, zur Veränderung beitragen. Ich versuche mit meinen Arbeiten immer auf das Grundsätzliche zurückzukommen, auf die 10 Gebote, die Menschenrechte, das Grundgesetz, auf das Gute und Individuelle in jedem Menschen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube an die Liebe, ich glaube an Freiheit, ich glaube an Wahrheit. An das glaube ich. Und das ist, wenn man es Gott nennt, dann glaube ich an Gott. Die christliche Symbolik ist in einigen von meinen Arbeiten zu finden. Einige Bilder nenne ich lichtes Kreuz. Im ersten Augenblick sieht man ein abstrahiertes Kreuz, fast wie eine Landschaft, die sich aufbricht. Das Kreuz sehe ich als Aufgabe. Nimm deine Aufgaben an und bewältige sie. Ich habe einige Arbeiten, da ist das Kreuz plötzlich schwarz. Und es ist tatsächlich so in unserem Leben, dass es manchmal so dunkel ist, dass man denkt, wie soll ich da herauskommen? Kunst kann neue Sichtweisen und Aspekte aufzeigen, dass ebenso auch das eigene Leben durch eigenverantwortliches Handeln Neues erfährt und somit veränderbar ist. Vor etwa 10 Jahren entstand die Ausstellungsreihe Mea Donna. Es ging um die Missbrauchsskandale, vor allem in der katholischen Kirche, aber nicht nur. In der Zeit habe ich mich verstärkt mit der Symbolik des Kreuzes, mit dem Glauben, mit den verschiedensten Religionen auseinandergesetzt. Das Kreuz selbst ist eigentlich ja ein Symbol, das den Menschen tatsächlich Halt und Frieden gegeben hat, aber auch sehr viel Leid verursacht hat. Vielleicht habe ich es deswegen teilweise verdeckt in meinen Arbeiten. Man muss etwas dafür tun, um es wieder aufzudecken, um zu begreifen, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Ist es das, was uns die Medien sagen? Ist es das, was in mir ist? Ist es das, was der Glaube sagt?
und ich sehe es dann eher als Aufgabe. Nimm das Kreuz auf dich, tue etwas und verändere dein Leben in der Richtung, in der es dir gut tut. Natürlich habe ich, bevor ich mit meinen Arbeiten beginne, immer einen Gedanken, aus dem sich eine Vorstellung formt. Wie zum Beispiel die Serie Nur Natur Nur. Sie ist entstanden durch unsere Umgebung, unsere Wälder, die nach und nach vom Borkenkäfer und von der Umwelt zerstört worden sind. Die Naturbilder, gemalt wie fotografiert oder als Mischtechnik, stehen ebenso wie die Holzarbeiten nicht nur als Mahnmal für die Umweltzerstörung durch den Menschen, sondern auch als Symbol, als Aufschrei zum Handeln. Durch verschiedene Stipendien, unter anderem in Russland, Polen, Frankreich, Israel, habe ich die Fotografie als mein digitales Reisetagebuch entdeckt. Bei diesen Reisen sind einige Arbeiten entstanden, die später dann hier vor Ort in meinem Atelier experimentell weiterverarbeitet wurden. Und so sind einige, wie ich es nenne, Fotomalereien entstanden. Teilweise habe ich auch einige Arbeiten als ursprüngliches Foto gelassen. Arsamas ist ein Foto, das ich in Russland aufgenommen habe. Dieses ist so ausdrucksstark. Ein kleines Mädchen am Fenster, das letztendlich die ganze verzweifelte und traurige Situation in Arsamas, so wie ich es dort empfunden habe, zum Ausdruck gebracht hat. Die Holzarbeiten sind entstanden durch das Projekt Nur Natur Nur. Ich bin durch die Wälder gelaufen, um Fotos für das Projekt aufzunehmen. Dabei habe ich diese Holzstücke gefunden. Ich habe sie mit in mein Atelier genommen und hier gestaltet. Dabei sind kleine, neue Welten entstanden. Ich finde, Glas ist einfach ein spannendes Material. Es ist klar, es bricht das Licht, es ist zerbrechlich und verletzlich. Und die Kombination Holz und Glas zu einem Objekt zusammengebracht, bringt noch einmal einen ganz anderen Blick auf diese Landschaften, diese Objekte. Aber es gibt immer die Hoffnung. In den Holzarbeiten, welche die Apokalypse mit den Mitteln des geborstenen Holzes zeigen, tauchen häufig kleine Wesen auf. Menschen wie Tiere, die sich scheinbar in dieser bizarren Landschaft zurechtfinden und dem Betrachter ein Gefühl von Zuversicht vermitteln. Und zum Schluss noch ein Zitat von mir. Kunst ist das, was bleibt. Eine zeitlose Sprache. Ein Ausdrucksmittel ohne das gesprochene Wort. Ein Aufschrei an das Handeln und Denken. Dort, wo es vonnöten ist. Ein Festhalten von Augenblicken. Malerei, Installation, Fotografie sind Werkzeuge. Gedanken über das Hier und Jetzt.